Hallo und willkommen zurück zu Portal Revolution. Wir machen gleich weiter. Das Level habe ich schon geladen. You are nearing the final test chamber. Solving this last chamber and completing the testing track will grant you membership into the Aperture Science Human Emergency Response Team. Sehr schön. Dann auf geht's. Oh, das sieht schon wieder so kompliziert aus. Also Laser muss auf jeden Fall da rein. Egal, wie wir das anstellen. Portal ist da. Blaues Portal haben wir. Ich glaube, wir müssen irgendeinen Knopf drücken. Hier ist zum Beispiel ein Knopf. Was machst du denn? Oh, direkt ein Laser Cube. Oder wie die Dinger auch heißen. Okay, den braucht man dann erst zum Schluss, wie es aussieht. Da ist ein Würfelablagefläche hier. Kann nicht schaden, den mal drauf zu platzieren. Schadet vielleicht doch. Okay. Komm mal hier hinten vielleicht durch? Nee. Dann müssen wir überlegen. Der Fahrstuhl. Ist er gerade unten oder oben? Müsste unten sein. Alles klar. Und der Laser muss jetzt irgendwie. Wieder mal eine gute Frage. Können wir vielleicht zwei Würfel haben, bitte? Ich schätze mal, die Antwort ist ein klares Nein. Wie soll man denn bitte beide Sachen triggern? Also wir können es natürlich probieren. Nehmen wir den mal mit nach da drüben. Laser kommt hier schließlich auch hier an. So. Wenn wir besser platziert sind, vielleicht. Okay, zumindest das Portal kann man jetzt woanders hinschießen im Moment. Und dann können wir mal auf den Aufzug. Und dann schießen wir es wieder da rein. Dann können wir zumindest nach oben. Und hier liegt doch noch ein Würfel. Das ist super. Den brauchen wir auf jeden Fall da hinten. Und den Laser brauchen wir eigentlich hier dann nochmal. Gut, das kriegt man hin. Also, einmal hier durch. Ich schätze einfach mal. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Achso, mit dem Laser ist jetzt... beinahe selbst gegrillt. Beinahe selbst gegrillt. So, den setzen wir mal da drauf. Dann ist eine Bedingung erfüllt. Jetzt nur die Frage, wie wir einen Laser drauf kriegen. Das sehen wir aber gleich. So. Fahren wir nochmal nach oben. Ich hoffe, da ist jetzt eine Portalfläche, sonst wird das ein bisschen... Ja! Hey, was ich gemacht habe. Ach so, nein. Ich brauche hier jetzt das. Ich brauche ein. Ich muss das da reinlinken mit dem Teil. Das wird funktionieren. Gut, dann setzen wir es einmal hier hin. Na, aber wenn ich es jetzt verschieße, dann war das wieder alles umsonst. Dann müssen wir hier nochmal den Fahrstuhl betätigen. Glaub, das können wir machen. Das können wir machen. Ja, wie gesagt, spielt aktuell keine Rolle. Da müssen wir einfach jetzt nochmal rüber. Diesmal ohne Hilfswürfel. Autsch. Ein Glück nicht getroffen. Das kleine Kerlchen nehmen wir mit. Und wie kommen wir dann da hoch? Ich würde sagen, das ist eine hervorragende Frage. Wir müssten auf jeden Fall erstmal hoch, dass wir da an die Innenfläche ein Portal setzen können. Und ich dachte, ich hätte mal was richtig zu Ende gedacht. Das müssen wir jetzt nochmal überprüfen, was wir denn genau machen müssen. Also,
Laser geht durchs Blaue ins Orangene. Ist das Blaue nicht mehr da? Das bräuchte man... Das ist das gleiche Prinzip wie gestern. Wir können einfach nochmal auf den Knopf drücken. Und jetzt können wir den schön umleiten. Nicht dahin, sondern durch das Portal. Und jetzt soll es offen sein. Wie? Sehr schön. Die Rätsel überfordern mich teilweise, wo ich einen Würfel kaputt machen muss, damit ich das Rätsel löse. As a reminder, your Aperture Science provided health insurance does not cover injury or fatality from immolation from the Aperture Science hard light bridge. Das ist in Ordnung. That unlike your fragile human tissue, all Aperture Science equipment has been built to withstand temperatures of up to 4000 degrees Kelvin. Da haben sie aber Premium-Materialien genommen. So, eine Kamera. Portalflächen hier. Ein Knöpfchen da. Bringt das was? Achso, da müssen wir auch den Knopf betätigen. Was kommt denn hier raus? Ein Würfel? Ein Kubus? Den kriegt man aber so nicht raus, während das aktiv ist. So kriegt man ihn raus. So. Dann mal schauen, was das hier macht. Sehr gut, die Fläche ist weg. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach geradeaus. Oh. Stimmt, das Portal wird dann auch. Würfeln muss auf jeden Fall hier hin. Das heißt, da kommen wir nicht ohne weiteres hoch, dass wir da hinten reinkommen. Vielleicht muss ich die Brücke umsetzen. Also vielleicht... So, jetzt müsste man mit dem Würfel durchkommen. Oh, Mist. Ich vergaß. Den Würfel brauchen wir auf jeden Fall da außen. So. Ich bin manchmal dämlich. So rum klappt es dann schon viel besser. Also den müssen wir da lassen. Hier können wir mal reinschauen, was hier so geht. Okay, Laser braucht man, glaubt nicht. Okay, hier sind wir. Sollte ja aktuell hier halten, genau. Da müssen wir jetzt irgendwie einen Würfel reinkriegen. Vielleicht müssen wir auch den Laser aufhalten. Kann sein, dass der Laser diese Wand hier penetriert, sagen wir es mal so. Da können wir jetzt auch einen Würfel dazwischen tun. Dann versuchen wir doch erstmal... Wie kriegt man das jetzt hin? Also wenn ich diesen hier mache, kriege ich zumindest... Ah, wir probieren das aus. So, der Würfel stirbt eh durch die Wand hier. Das ist in Ordnung. Dann einmal ein Würfelchen bitte. Achso, ich komme jetzt nicht da oben hin. Das ist natürlich dämlich gewesen. Ja, das Portal ist dann weg. Vielleicht, wenn ich ganz schnell bin. Nee. So garantiert nicht, komme ich ja nur da hinten hin. Das bringt gar nichts. Schon interessante Rätsel. So. Darauf platziert. Die Wand ist weg. Jetzt kommen wir vielleicht da oben hin. Was das bringt, weiß ich auch nicht. Vielleicht, dass wir, wenn wir jetzt den Würfel holen, kommen wir da oben hin oder verschwindet das Portal? Nee, das bleibt da. Würfel ist hier. Wunderschön. Sehr gut, die Barriere ist dann auch weg. Und dann müssen wir den Würfel hier hinbekommen. Ich habe jetzt nur das orangene Portal und wenn ich da durchgehe, ist wieder alles für den Arsch. Hm.
ist eine sehr gute Frage, was wir jetzt machen müssen. Und wir brauchen auf jeden Fall auch die Lichtschranke später noch. Erstmal hätte ich gern einen Würfel. Wieso muss ich das mit einem Würfel lösen? Wieso kann ich nicht 100 oder so kriegen? Ein Katapult? Müssen wir damit auch noch was machen? Wieso ist da ein Katapult? Ach, um uns da hinten hin zu... Und wofür müssen wir da hinten hin? Gut, ich schätze erstmal Lichtschranke tatsächlich. Vielleicht kann das ja was. Also erstmal hier rüber. Dann wird man mich loben. Oh, Spiel hat gespeichert. Ich glaube, ich habe was richtig gemacht. Hui. So. Dann können wir natürlich theoretisch hier den neuen Würfel holen. Ah. Neuer Würfel, neues Glück. Hier durch. Braucht man nicht mal unterbrechen, so wirklich. Wir müssen es ja jetzt nur noch hier drauf platzieren. Und jetzt müssen wir aber trotzdem noch darüber. Das machen wir wieder mit der Lichtschranke. So einfach. Achso, die geht jetzt auch wieder kaputt. Mensch. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich bin gefordert. So, der Würfel liegt schon richtig. Das würde ich ungerne jetzt vermasseln. Vielleicht von hier. Ah, die Lichtschranke muss auf jeden Fall weg, während ich dann auf der anderen Seite bin. Sonst kommt man nicht rüber. Ach, herrje. Ach, herrje. Ja, und in die Plörre kann ich natürlich nicht springen. Das heißt, wir müssen aber theoretisch den Würfel wieder dahin befördern. Na gut. Na gut, hilft hier alles nichts. So, da lassen wir nochmal 9 Würfel raus. Testkammer 9 finde ich gemein. Erstmal auf diesen hier. Sehr schön. Muss ich überhaupt da hinten dann was platzieren? Vielleicht nur, dass ich durchkomme. Ja, theoretisch können wir dann schon wieder den Würfel neu machen lassen. Und den Laser hier aufhalten. Dann ist das zumindest wieder offen. Dann kommen wir rüber. Hui. Und die Lichtschranke darf jetzt eigentlich nicht kaputt gemacht werden. Das heißt, wenn ich hier nochmal, also 9 Würfel auf jeden Fall. Das war ja das bewährte System. So. Jetzt haben wir den Würfel hier. Ich komme danach aber nicht mehr rüber. Und wir brauchen auf jeden Fall das Ding, um jetzt da rüber zu kommen. Und wie kriege ich den Würfel dann wieder weg? Gleich ganz zum Schluss, aber dann geht das Teil ja futsch. Moment, Moment. Das kann nicht so schwer sein. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Wenn wir jetzt die Lichtschranke machen, haben wir fast alles geschafft, außer dass wir hier was Fettes bräuchten, was da raufkommt. Jetzt könnte man den Würfel holen, wenn wir es denn könnten. Weil jetzt bräuchte ich theoretisch da wieder einen Würfel, dass die Barriere weggeht, dass ich da reinkomme. Aber theoretisch geht das halt auch so. Ja, dann sind wir ja praktisch wieder am Anfang, wenn ich den Würfel jetzt neu holen lasse. Wir brauchen auf jeden Fall die Lichtschranke, die Lichtbrücke, die nach hier geht. Und der Würfel muss jetzt da runter. Ist doch ganz einfach. Dachte ich zumindest.
Kann ihn nicht einfach nochmal aus... Ah. Wieso bin ich eigentlich so blöd? Lichtschranke ist doch hier. Hä? Wieso klappt das jetzt? Dann einfach wieder rüber. Würfel mitnehmen. Passt. Klappt doch alles. Manchmal sieht man die Lösung vor lauter Dummheit nicht. Das passiert mir öfter. Wir haben es aber durchgeschafft. Wir haben es durchgeschafft. Hallo. Katapult. Oh, bisschen daneben. Sehr schön. Current testing protocol demands I dispose of all test subjects, so I had to intervene before you were, baked. I'll Dankeschön. Now, there is no After Science Human Emergency Response Team. Was? I made it up. Sorry for lying to you. Nein, before warum tust du das? Why I brought you here, we need to get you registered as an Aperture employee. We don't want security systems to hunt you down after all. The Guardian and Intrusion System doesn't like it when test subjects escape the chambers. There's a security checkpoint nearby. Follow me. Na gut. Och, war wieder alles eine Lüge. Das ist das letzte Mal, dass ich... Oh, ich bin nicht authorized. Letzte Mal, dass ich einem Roboter vertraue. Zumindest in der Portal-Reihe. Da wird man immer nur verletzt und enttäuscht. Dark in here, isn't it? The checkpoint is right there. Oh je, werde ich jetzt missbraucht. Can you get through this stationary portal emitter? Ja. Hast du Portalflächen für mich? Hast du. Sehr schön. No signal, kein Signal. There it is. Schöne große Buttons. So I can't help you. Got a clue? Da rein. Wieso ist das wieder getimt? Any plan how? Ja. Na gut. Dann geht's auf Zeit. Und wir müssen einfach in den Scanner rein. Solange die Zeit nicht abgelaufen ist. Hallo? Oh, good idea. I think that did the trick. Wunderbar. And I'll register you as our new janitor. Welcome to Aperture. You can call me Sterling. I'm Hi, Sterling. Manager and your new supervisor. Sehr gut. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, Tür ist offen. Okay, we have no time to lose. Right this way. Na gut. Wo ist der denn lang gegangen? Komme ich hierher? Glaub, hier komme ich her. Ich sollte wohl in dem Spiel nicht so freizügig erkunden. Nee, hier komme ich her. Es ist so dunkel. Hilfe. Na gut, der andere Weg war anscheinend schon der richtige. Nehme ich jetzt mal stark an. Well done. Not everyone gets this position, you know. You should ja. be proud. Ich bin ein bisschen stolz. Don't exist anymore. All right then. Up we go. Was ist denn mit der Menschheit passiert so genau? Warum sind wir alle tot? Also nicht alle, aber so gut wie alle. Wollt ihr mir nicht beantworten. Kapitel 2, die Standardroute. Probably noticed by now that the facility isn't in great shape. It's a mm-hmm. long story, so I'll cut it short. The central core in charge of maintaining the facility has been put out of commission. I tried to look after the place in her absence, but I don't have the tools. Good news though, I found better tools. A device capable of repairing the whole enrichment center. Only problem is that only a human can turn it on, so I hoped maybe you could fill in that role for me. Vielleicht. Every human and core in the facility is at risk if we don't stop the collapse. Come on, let's go. I'll explain the rest on the way. Sehr gut. Je weniger Erklärung, umso hilfsbereiter bin ich wahrscheinlich.
Ich würde mich aber nicht wundern, wäre das auch jemand, der einfach böse wird. Nicht wahr, Sterling? Wir kommen mal an die Oberfläche. Oh, das sieht nach einem schönen Schaltmechanismus für ein Labor aus. Und die haben gute Monitore. Will auch so ein. Was waren da für Informationen? Hallo? Ah. Ich dachte, da wäre noch was hinter mir. Wo ist denn dieser Aufzug, von dem du geredet hast? Hier kommen wir nur weiter nach unten. Hui. Up ahead is the turret disposal facility. Since they're all defective, they shouldn't be able to hurt you, but still be careful. Also, die sollten mich nicht verletzen können. Wollen die ihren eigenen Hausmeister hier abschießen? Ich glaub's ja nicht. Oh, ich höre sie schon. Poor turrets. You might think that their pain is only simulated, but how is it different to yours or mine? They really don't deserve to be shredded, but don't worry. All their scrap will be recycled for production and only surplus turrets get shredded after all. Sehr gut. So, I'm looking through your records and I see you have a family. How are the kids? Oh. Wahrscheinlich sind sie tot. You know what? Forget I asked that. I am so sorry. Ja. Oh, ich mag den Dialog in dem Spiel. Der sehr einseitig ist, aber trotzdem. Licht? Kamera? Action? Ah, jetzt wird's heller. Und der Fahrstuhl ist hier. Hey, ich wollte doch nach oben. Mensch, ist es hier wieder dunkel. Life Turrets, oh oh. Die sehen böse aus. Wind turbines, of course. Try not to get blown away too much. These things can get supersonic if you turn them up. Wieso sind die jetzt so stark? Muss ich die erst ausschalten? Ich habe beinahe das Gefühl, ich muss die ausschalten. Ist ja wieder so ein schönes Knöpfchen. Hier ist zumindest ein Shutdown-Override. Hat wohl kein Entwickler gedacht, dass ich meinen Kopf als Shutdown benutzen würde. Vielleicht haben wir hier unten die Chance auf einen Würfel. Da liegt ja schon einer. Der leuchtet auch so bereitwillig. Ist nur die Frage, ob er auch bereitwillig hier hochkommt. Ach, da gibt es einen Leiter. Wo geht's denn hier hin? Hallo? Ah! In die Todesfalle. Da wollen wir nicht hin, wenn sich's vermeiden lässt. So. Ich glaube, das ist ein richtiger Würfel, um den Laserblock auszuschalten. Ich finde es auch gut, dass die hier nicht einfach einen Ausschalter gemacht haben, sondern dass man extra so einen Würfel dafür braucht. So, Windturbinen sind aus. Zum Glück nicht getimt, dann kommen wir auch rüber. Tschüss. Way across that bridge. I'm sure you'll figure it out, so I will wait right ahead. Okay. Du könntest mir auch einen Tipp geben. Ich habe das Gefühl, die schießen. Hallo. 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 Hey! Die machen aber gut Schaden. Ich wollte nur, dass sie einmal auf mich feuern. Try to find a way across that bridge. I'm sure you'll figure it out, so I will wait right ahead. Dankeschön, du könntest mir aber wirklich helfen. So, da ist eine Portalfläche. Die habe ich gesucht. Die werden wir auch verbinden. Ich bin auch gescared.
Ich habe auch Angst. So, jetzt sind wir hier im Serverraum. Ein Schalter. Fan-Control. Sehr schön. Hier haben sie einen einfachen Schalter. Stell den mal zurück. Ah. Sicherung durchgebrannt. Das Teil ist jetzt eh hinüber. Na gut, dann können wir ja wieder zurück. Hallo? Was ist denn das jetzt? Kommen wir irgendwie da rein in den Magma-Reaktor, der den Lüfter antreibt? Oder müssen wir doch hier runterspringen? Schauen wir mal, ob das hier was bringt, wenn wir es deaktivieren. Können wir gar nicht. Na gut, dann bringt es auch nichts. Vielleicht Portalfläche da. Bringt uns ja auch nichts. Wir können immer nur noch das eine abschießen. Ach, Spiel, überfordere mich doch nicht so. Was soll ich jetzt schon wieder machen? Ich habe die Türme doch ausgeschalten. Klettern kann ich nicht zufällig. Hui. Na gut, denken. Ich muss mein Hirn benutzen. Vielleicht müssen wir weiter nach hinten. Vielleicht da nach oben. Nö. Komm mal hier durch. Zumindest ein bisschen. Glaub aber kaum. Oh, Fingerprinter haben wir bekommen als Achievement. Warum auch immer. Schade, ich dachte da oben wäre eine Portalfläche. Sieht aber nicht so aus. Da auch nicht. Da wahrscheinlich dann auch nicht. Also wir haben orangenes Portal. Und der Logik nach... Ah. Da war eine Portalfläche. Ich finde, die Portalflächen sollten sie groß und pink machen. Dann sieht man ja gar nichts. Wundert sich, warum man nicht weiterkommt. Da ist er dann einfach da. Ins nächste Level gesprungen. So soll das sein. Oh. How does it feel to be an official Aperture employee? Ziemlich gut. Though on that topic, don't try running off without me, okay? Yes, I made up the human emergency response team, but so what? It can still be real. You are human. This is quite an emergency, and you are responding to it. Not quite a team yet, though. No. A team can't consist of one person. That doesn't make sense. Could get more people, but that seems like a lot of work. You know what? I think we two make a great team in of itself. Yeah. We might not make a fully human team, but you can't always get what you want. Semi-human? I'll go with that. To get back on topic, here's my proposal. You help me repair the facility, and I'll let you leave. Ja, das klingt doch nach einem halbwegs vernünftigen Deal. So, ich glaube. Wir müssen da ordentlich pusten, einen Würfel beantragen und dann... Hui! Da ist der Würfel hin. Und den müssen wir jetzt aufsammeln. Ohne zu hart auf die Fresse zu fallen. Und dann müssen wir mit dem wieder hoch. Oh, was ist denn hier hinter? Das ist aber interessant. Ist das ein Verhörraum? Oder eine Pixar-Anspielung? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur Kunst. So. Das haben wir ja schon gelernt, dass wir das hier mit Würfeln machen können. Und das können wir auch mit Würfeln machen. Sehr gut. Dann müssen wir wahrscheinlich aufs Band. Und den Lüfter wieder ausschalten davor, hoffentlich. Ja. Ein Schalter, der funktioniert. Ich werde nicht mehr. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Da kommen wir ja direkt nur hier. Und da geht's rein. Nicht in den Magma-Kanal hier. Dankeschön. So, ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.